Hallo zusammen, das ist der Axel und der hat jetzt Neuigkeiten für euch. Ihr kennt sicher unser S&D-Dom-System, unsere Klassiker. Diese haben bei der Einführung vor 6 Jahren neue Maßstäbe im Bereich Flachdachsysteme gesetzt. Bis dahin waren die Flachdachsysteme sehr aufwendig im Aufbau. Mit unseren Domsystemen haben wir die Komponenten massiv reduziert und die Montagezeit deutlich verringert. Über die Eckklemmung der Module konnten wir die Modultragschiene weglassen. Während sich S&D-Dom europaweit zu einem der beliebtesten Flachdachsysteme entwickelt haben, haben unsere Entwickler alles daran getan, die Dom-Familie mit unseren dazugewonnenen Erfahrungen völlig neu zu denken und Verbesserungen zu entwickeln. Den weißen Kittel trage ich nur für das Video. Die Eckdaten sollten dabei gleich bleiben. Ein modulares System mit 10 Grad Aufständerungswinkel in ein- und zweiseitiger Ausführung. Dabei herausgekommen sind S&D-Dom wie. Eine der wichtigsten Neuerungen ist unsere neue schubweiche Bautenschutzmatte, MatB. Durch ihre Elastizität nimmt sie Bewegungen auf und gleicht diese optimal aus. Konkret bedeutet das, dass die Matte einen deutlich höheren Reibewert erreicht und folgedessen das System noch weniger Ballast benötigt. Durch die Geometrie der Matte werden thermische Ausdehnungen ausgeglichen. Die neue Matte ist aus EPDM und frei von löslichen Substanzen, die die Dachfolie beeinflussen oder beeinträchtigen könnten. Sie gibt es nur noch in einer Standardgröße. Das freut auch Marcel aus der Logistik. Auch bei der Ballastierung hat sich viel getan. Dabei dient die Schiene als robuste Ballastaufnahme und kein weiteres Zubehör ist notwendig. Die passende Klemme ist die Mini-Clamp. Sie hat einen Klemmbereich von 30 bis 50 mm und ist super einfach im Handling. Sie ist ebenso kompatibel mit unserem Mini-Rail-System. Das spart Ihnen Lagerplätze und somit auch Transportkosten. Super! Haben wir es schon oben, Lars? Längst erledigt! Die Dome-V-Systeme sind bereits in unser Online-Tool BaseOn integriert. Sie können sofort loslegen und mit den gewohnten Funktionalitäten planen. Falls ihr weitere technische Fragen zu S und die Dome-V habt, wissen wollt, wie ihr sie am besten in euer Projekt integriert oder uns einfach nur kennenlernen möchtet, ruft uns einfach an oder schreibt uns eine Mail. Wir freuen uns auf euch.